Anfang Mai lud die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier der Stadt Almaty sowie der dortigen Akademie des kasachischen Innenministeriums zu einer Tagung im Zeichen der Extremismusbekämpfung. Unter dem Motto Polizei und Jugend, wir sind zusammen, boten die Veranstalterinnen und Veranstalter Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren zahlreiche Workshops und Vorträge zum Thema Polizeiarbeit und Extremismusprävention an. Wir haben vor Ort mit Stefan Buchmeier, dem Leiter des zuständigen Regionalprogramms der GEZ, gesprochen. Es geht darum, den Gesellschaftsvertrag zu verstärken. Den Gesellschaftsvertrag zwischen Staat und Bürger, Bürgerinnen und Bürger. Mit einem besonderen Fokus auf Jugend. Ich denke, dass es in Kasachstan dafür sehr gute Voraussetzungen gibt. Die Gesellschaft ist relativ offen, die Gesellschaft ist sehr divers und Diversität in der Gesellschaft ist eine Grundvoraussetzung und enorm hilfreich bei der Bewältigung von Gefahren wie Extremismus etwa, gewalttätigen Extremismus. Das ist Arbeit mit Jugend, das ist gegen alternative Narrative zu erzeugen, alternative Leitbilder zu geben. Also jetzt gerade sitzen am Podium Sportlerinnen, Sportler, Künstler, Jugendkulturvertreter. Sowas unterstützen wir mit dem Projekt. Und arbeiten da gerne und auch mit staatlichen Stellen zusammen, mit der Zivilgesellschaft, mit staatlichen Stellen, um zu versuchen, positives Potenzial zu stärken in der Jugend. Die Jugend hat Potenzial, jede Menge positives Potenzial, und um das zu stärken und zu fördern. Man spricht oft von dem gesamtgesellschaftlichen Präventionsansatz, was sagen will, dass der Staat alleine das auch nicht schafft. Also man muss der Zivilgesellschaft Raum lassen und man muss auch unabhängigen Expertinnen und Experten Raum geben und auch die Kredibilität ihnen vermitteln, ihnen zuhören, damit sie zu dieser Prävention beitragen. Ein moderner Polizist, eine moderne Polizistin, und da sind wir wieder bei diesem Gesellschaftsvertrag. Also man ist ja auch als Die Sicherheitskräfte sind ja auch Teil dieser Gesellschaft, müssen diese Gesellschaft sehr gut verstehen, in der sie operieren. Und dazu muss man vor allem einmal sehr viel zuhören. Die Jugendlichen können der Polizei leicht Fragen stellen. Und diese können ihnen auf deren Fragen von Interesse einfach antworten. Generell können die Jugendlichen so alles über die Funktionsweise der Polizei erfahren.